Herzlich willkommen, liebe Unterstützerinnen und liebe Unterstützer von ganzheitlicher Entwicklung. Interessierst du dich für das Thema Suchterkrankung oder auch die Kombination von Trauma und Suchterkrankung? Dann kann diese Folge sehr interessant für dich sein. Nach dem Intro geht's los. Das Interview wird von Frau Hashemi geführt. Wissen und Inspiration für das Sozialwesen. Viel Spaß mit dem Podcast. Hallo Frau Hofmann, ich freue mich sehr, dass Sie sich Zeit genommen haben. Frau Hofmann ist akzeptierende Sucht- und Traumatherapeutin. Sie hat eine Ausbildung zur Krankenschwester absolviert und 17 Jahre in dem Beruf tätig, meist auf Entgiftungsstationen. Außerdem hat sie Sozialpädagogik studiert und anschließend im niederschwelligen Suchtbereich gearbeitet. Sie hat eine Ausbildung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie, eine Ausbildung zur Fachberaterin für Psychotraumatologie und eine verhaltenstherapeutische Suchtausbildung absolviert. Und im Moment absolviert sie die Ausbildung in NARM bei Larry Haller und befindet sich im letzten Jahr. Begleitet wird sie von ihrer Therapiehündin Luna. Sie ist 5 Jahre alt und bei den Sitzungen immer dabei. Hallo, schönen guten Tag. Vielen Dank für Ihre Offenheit und Ihr Engagement, mit uns über dieses wichtige Thema zu sprechen. Sie haben selbst einen langen Weg hinter sich und können sich als ehemalige Betroffene besonders in Menschen mit Suchterkrankungen einfühlen. Möchten Sie etwas über sich und Ihren Weg erzählen? Ja, ich kann es ja mal versuchen, kurz zusammenzufassen. Ja, also ich bin halt in einer dysfunktionalen, alkoholkranken Familie groß geworden und dachte eigentlich immer, dass Alkohol oder Drogen für mich kein Problem sind, obwohl mein Vater Alkoholiker war und am Alkohol verstorben ist. Und ja, ich habe halt auch viel Traumatisierung erlebt, auch wenn mir meine Wahrnehmung damals immer abgesprochen worden ist und immer alle gesagt haben, ich spinne. Aber ist ja auch sehr typisch für Trauma. Und auf jeden Fall bin ich über einen Kumpel, also über einen Freund, der auf Heroin war, dann irgendwann auch auf Heroin gelandet. Da war ich, glaube ich, 17 und habe also eine steile Drogenkarriere hingelegt. Und habe dann irgendwie in Berlin, also ich bin dann von Bayern nach Berlin gekommen mit einem anderen Freund. Also die Männer, die haben mich immer so in andere Orte verschlagen. Das war ganz witzig. Und auf jeden Fall habe ich in Berlin dann irgendwann mal gecheckt, dass ich wirklich ein Problem habe. Habe dann hier auch Therapie gemacht. Und mein Grund, warum ich eigentlich dann so dieses Ziel hatte, akzeptierende Sucht- und Traumatherapeutin zu werden, war, weil ich einfach ganz krass gemerkt habe, wie sehr ich als Süchtige zu tun hatte, überhaupt einen Therapieplatz zu kriegen. Also ich war damals nicht mehr durchgehend drauf, ich habe ab und zu nur Kokain konsumiert, aber mir wurde halt gesagt, ich muss 3 Monate clean sein am Stück, sonst kriege ich keine Traumatherapie. Und mich hat es damals wirklich wieder in Rückfall getrieben. Also ich bin dann nochmal mit Heroin rückfällig geworden, zwar nur so ein einmaliges Ding, aber trotzdem, ja. Und das hat mir damals so, ja, ich weiß nicht, da hat sich so mein Weg entwickelt, wo ich mir so gedacht habe, was denken sich die Krankenkassen eigentlich dabei, immer nur so diese Abstinenz zu bezahlen, ja, wenn es um Abstinenz geht oder dass man den Menschen wieder arbeitsfähig macht. Aber man nimmt ihm ja praktisch sein Medikament erstmal vorher weg, bevor der überhaupt eine Therapie machen kann. Das hat mir nicht eingeleuchtet. Und dann habe ich ganz viele Ausbildungen gemacht, wo ich clean geworden bin, weil mir natürlich langweilig war, wo ich keine Drogen mehr genommen habe. Und habe dann erst verhaltenstherapeutisch und bin dann eben zur Traumatherapie gekommen, weil ich selber 3 Jahre Somatic Experience bei einer wunderbaren Therapeutin gemacht habe. Und als ich gemerkt habe, bei mir hat sich wirklich was verändert, ich wusste nicht wie, ich wusste nicht was, ich wusste, es ist was anders, dann wollte ich diese Art von Therapie lernen. Ja, und das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jährchen her. Mittlerweile mache ich gerade die Ausbildung zur NAM-Therapeutin. Da geht es nochmal speziell um Entwicklungstrauma. Und ja, so ist einfach Sucht und Trauma mein Steckenpferd geworden. Ja. Einen kurzen Abriss mal. Vielen Dank, Frau Hofmann.
Gerne. Viele unserer Podcast-Hörerinnen und Hörer sind im Sozialwesen tätig und arbeiten teils mit Jugendlichen. Bei vielen werden gerade in der Jugend Suchterkrankungen entwickelt. Welche Faktoren begünstigen Sucht? Also das ist ja auch so ganz eine ganz große Frage, sage ich mal. Also ich glaube, Sucht ist einfach multifaktoriell. Also da spielen so viele Faktoren zusammen. Das Wichtigste, glaube ich, ist, dass man wirklich individuell guckt. Also kein Mensch gleicht ja dem anderen. Und bei dem einen ist es ein biologischer Faktor, beim anderen ist es ein psychologischer Faktor, beim anderen sind es die sozialen Faktoren, beim anderen ist es eine Selbstmedikation. Also es gibt ja wirklich tausend Gründe, um süchtig zu werden, ja. Ich habe das mal so versucht, wenigstens in diese drei Faktoren zu unterteilen, ja, weil die biologischen Faktoren natürlich, dass sich der Körper ja nach einer bestimmten Zeit, wenn ich konsumiere, an die Substanz gewöhnt. Und das heißt, ich muss ja immer höhere Mengen konsumieren, damit ich die gleiche Wirkung erreiche. Ja. Und das ist ein Grund, wie sich Sucht entwickeln kann. Zum anderen gibt es ja auch noch so wissenschaftliche Studien mit Zwillingen und Adoptivkindern, die also auch zeigen, dass auch eine erbliche Vorbelastung da sein kann, dass praktisch ein Kind von suchtkranken Eltern häufiger suchtkrank wird als ein Kind, das keine suchtkranken Eltern hat. So dass es auch eine erbliche Veranlagung geben kann. Und psychologisch gesehen ist es natürlich so, dass wenn ich heute Drogen konsumiere, die haben einen gewissen Belohnungseffekt, ja. Also das Suchtmittel, das führt ja dann dem Gehirn gewisse Botenstoffe zu, also die werden ausgeschüttet, dann fühlt man sich natürlich total wohl, total befreit. Und der Konsument, der fühlt sich ja nach der Einnahme von dem Suchtmittel natürlich besser und möchte dieses positive Gefühl auch aufrechterhalten. Und da kann man halt dann einfach sagen, dass wirklich durch das, dass der Konsum also praktisch vom Gehirn belohnt wird, merkt sich das Gehirn das, ja. Und dann habe ich diesen Belohnungseffekt und dann will das Gehirn halt diese Belohnung immer wieder haben. Zum anderen kann es natürlich auch eine Konditionierung sein, dass man erst eine ganz neutrale Situation hat, wie zum Beispiel Fernsehen, wenn die Arbeit zu Ende ist. Und dass das irgendwann mal mit einem Bierchen am Abend, nach dem Feierabend oder so verbunden wird, also so gekoppelt. Und irgendwann löst praktisch dann der Körper so ein unbewusstes Verlangen nach dem Suchtmittel aus, sobald man diese Situation hat. Also sobald ich mich dann abends hinsetze und weiß, ich habe Feierabend, sagt mein Hirn, oh, jetzt könnte ich aber ein Bier trinken. Und auch da habe ich die Gefahr, dass ich praktisch in so einen Suchtkreislauf komme, ja. Und so den sozialen Faktoren, also jetzt mal so familiär gesehen, es ist eben natürlich klar, dass ein Kind das von den Eltern vorgelebt kriegt, dass man Konflikte mit Drogen oder Alkohol lösen kann. Und das orientiert sich natürlich an den Eltern, das Kind. Also die haben ja eine Vorbildfunktion. Und dann kann es natürlich passieren, dass das Kind diese Verhaltensweisen, sage ich mal, oder diese Konfliktlösungsstrategien natürlich übernimmt. Natürlich kann es auch sein, dass zu wenig Fürsorge, Gewalt, jegliche Form von Missbrauchserfahrungen, eine Vernachlässigung, Scheidung, irgendeine Verlusterfahrung in der Kindheit, natürlich auch ein Kind, das so weit treiben kann, praktisch, dass es in einer Suchterkrankung landet, ja. Also bei mir war das ja so, dass ich Drogen wirklich als so ein Selbstmedikationsmittel benutzt habe. Also ich habe meinen Schmerz damit betäubt und mir war das überhaupt nicht klar, dass ich mich also wirklich in eine Abhängigkeit begeben könnte, obwohl ich Heroin genommen habe, obwohl man weiß, man liest, macht abhängig. Ich dachte, nee, ich bin was Besonderes. Ich mache das einmal und dann lasse ich das wieder sein. Sogar ganz pragmatisch. Und ja, das war halt dann so das Ding, wo ich dann eines Besseren belehrt worden bin, dass ich auch nichts Besonderes bin, dass ich auch bloß ganz eine normale Süchtige war, ja, oder bin. Welche Symptome und Anzeichen deuten denn auf Suchterkrankungen hin? Also bei den Symptomen ist es ja so, dass wir nach dem ICD-10 vorgehen. Also sprich, es werden so
10 Kriterien aufgestellt, wovon mindestens 3 zutreffen müssen, damit man eine Abhängigkeit diagnostizieren kann. Also so als Therapeut. Und das sind so die Punkte, dass praktisch die Droge halt das Leben beherrscht, den Alltag, dass man darauf nicht mehr verzichten kann, dass die Arbeit, die Hobbys und die Freunde vernachlässigt werden und praktisch alles in den Hintergrund tritt und nur noch die Droge an erster Stelle steht, weil ich habe ja dann auch eine Beziehungsstörung, also ich habe ja nur noch eine Verbindung zu der Substanz, ich brauche ja keine Menschen mehr. Also zumindest bei Heroin ist es so. Dann, dass natürlich eine Verhaltensveränderung auftreten kann, dass sich die Person sehr zurückzieht oder aggressiv wird oder zickig wird oder sehr genervt ist. Und ein weiterer Punkt ist dann auch noch das Craving, also praktisch dieses zwanghafte Verlangen nach dieser Substanz, was wir beim Kokain ganz krass haben, dass man wirklich so eine Gier hat, dass egal was ist, man muss dieses Zeug konsumieren. Ja. Also der Kopf ist da so drauf eingetunt. Kontrollverlust ist natürlich auch noch ein Anzeichen, wie man feststellen kann, dass jemand ein Suchtproblem hat. Also, dass man keine Kontrolle mehr über die Substanzen hat, dass die Substanz praktisch den Menschen beherrscht und nicht mehr andersrum. Oder wenn körperliche Entzugssymptome auftreten, wie jetzt Schwitzen, Zittern, Delir, Gliederschmerzen, Erbrechen, Krampfanfälle, Schlafstörungen, was da alles dazu gehört, ja. Und das ist natürlich, da geht so ein rotes Licht an, ja. Also wenn ihr körperliche Entzugserscheinungen habt, das sollte ich mir schon mal anfangen, Gedanken zu machen. Dann auch die Toleranzentwicklung ist beim ICD-10 so ein Punkt, dass der Mensch sehr an diese Suchtmittel gewöhnt ist und praktisch immer mehr konsumieren will. Das ist ein Hinweis auf eine Gefährdung. Und dass immer weiter konsumiert wird, trotz schädliche Folgen, körperlich, psychisch, wie auch immer, wenn praktisch der Körper schon sagt, er kann nicht mehr, dass der Konsument dann immer nur sagt, so, und ich konsumiere aber trotzdem weiter, wenn Leberschäden bereits bestehen oder Pankreatitis oder Magen angegriffen ist, kann auch als mögliche sein. Und dann sagt man halt noch, Verstoß gegen die gesellschaftlichen Normen, also wenn ich anfange, meine Familie zu belügen, wenn ich anfange zu klauen, wenn ich stehlen gehen muss, wenn ich keine Hygiene mehr habe, kein Gefühl mehr dafür, ob ich jetzt sauber oder verdreckt bin, ja, wenn einem alles egal wird. Das sind alles so Anzeichen, wo ich sage, okay, da müsste man mal hingucken, ob da 3 Kriterien zutreffen, damit man praktisch eine Abhängigkeit diagnostizieren könnte. Sie verfolgen einen Ansatz, der sich von anderen Suchtberatungen unterscheidet. Was ist bei Ihnen anders und was verfolgen Sie damit? Also ich habe es ja vorher schon bei der Einleitung so ein bisschen erwähnt. Also mein Ansatz ist wirklich so aus meiner eigenen Geschichte entstanden. Also ich nenne mich ja akzeptierende Sucht- und Traumatherapeutin. Und es ist halt so, dass ich wirklich versuche, eine Therapie auf Augenhöhe zu führen und auch eine gewisse Beziehungsebene mit meinem Gegenüber aufbaue. Also ich habe ja auch einen Therapiehund, der mich da total dabei unterstützt, also praktisch Kontakt mit den Leuten aufzunehmen, in Beziehung zu gehen. Und mir geht es wirklich darum, dass Menschen erstmal wieder in ihre Lebendigkeit kommen, dass sie erstmal wieder wissen, so, was wünsche ich mir denn aus tiefstem Herzen? Wo will ich denn hinkommen? Ja, und das auch wirklich nicht von mir jetzt gepusht, sondern so, dass es wirklich aus demjenigen selbst kommen darf. Also, dass ich ihm auch die Zeit gebe oder durch ganz offene Fragen versuche zu erkunden und neugierig drauf zu sein. Wo will dieser Mensch hin? Wo hat der seine Stärken, wo hat er seine Fähigkeiten? Und wirklich so in so eine positive Richtung gucke. Nicht pushe, sondern gucke. Und das ist halt schon so ein bisschen Unterschied. Ich versuche halt auch bei suchtkranken Menschen wirklich den Körper mit einzubeziehen, weil ich habe immer so das Gefühl, also die Leute, die bei mir landen, die haben meistens beides. Also es ist wirklich eine Sucht und eine Traumatisierung. Und wenn wir davon ausgehen, dass ein Fahrradunfall schon Trauma auslösen kann oder ein Autounfall oder wenn ich irgendwo stürze und es bleibt im System stecken, ja,
dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass fast jeder Mensch irgendwo mal irgendwo traumatisiert worden ist. Die einen stecken es halt besser weg, die anderen schlechter. Und so mein Ansatz ist halt wirklich, dass mich das damals mit diesen wahnsinnig vielen Vorgesprächen so frustriert hat, also dass mich keine Therapeutin genommen hat, nur, sage ich jetzt einfach mal so plakativ, weil ich damals ab und zu meine Leinen Koks gezogen habe und auch immer so ehrlich war und das gesagt habe, weil man dachte, wenn ich das nicht sage, dann kann ich auch damit nicht arbeiten. Und das will ich einfach meinen Klienten ersparen, ja. Also ich schaue, dass sie eine Punktabstinenz haben, dass wenn die zu mir kommen, dass man sich natürlich mit denen adäquat unterhalten kann. Aber wenn der sagt, ich brauche am Abend meinen Einschlafjoint, ich muss am Abend ein Glas Wein trinken, ich bin in Substitution, ja, ich kriege ein Substitut und habe ab und zu mal Beikonsum, aber nicht, wenn ich zu dir in die Stunde komme, dann ist es für mich einfach okay. Da habe ich einfach keinen Anspruch, ja, dass ich jetzt nur auf diese Abstinenz hin will. Ich will einfach, dass den Menschen wieder gut geht. Ob die dann nun weiter konsumieren müssen oder ob sie es reduzieren können oder ob sie ganz aufhören können. Also das ist wirklich jedem Einzelnen selbst überlassen. Und ich finde auch, ein Mensch, der sich entscheidet, er will weiterhin am Abend seinen Joint zum Einschlafen rauchen oder er will in Substitution bleiben, der hat ja auch ein Recht auf eine Therapie. Frau Hofmann, Sie haben ein Buch geschrieben, genauer gesagt eine Autobiografie. An wen richtet Genau. sich das Buch und wie kann es bei der Überwindung von Suchterkrankung helfen? Also die Autobiografie, die ich vor 2 Jahren, glaube ich, geschrieben habe, ja, über den Warei Verlag, die richtet sich eigentlich an süchtige und traumatisierte Menschen, also überhaupt an Menschen, die Interesse haben, sich mal mit der Materie Sucht und Trauma auseinanderzusetzen. Natürlich auch an Angehörige von Süchtigen oder an Menschen mit Traumata und natürlich auch an Kollegen, ja. Weil durch diese Autobiografie, also ich war da wirklich sehr ehrlich, ich habe mich sehr nackig gemacht, aber wirklich auch mit dem Hintergrund, weil ich mir dachte, egal, und wenn es bloß einem Menschen hilft und ein bisschen Mut macht und ein bisschen Hoffnung gibt, dann das hat sich einfach schon gelohnt, ja. Und in meinem Buch geht es im ersten Teil in erster Linie um Identifikation, weil ich denke, wenn wir uns mit anderen Leuten identifizieren können, das ist das, was ja in Selbsthilfegruppen passiert, dann wird unser Schmerz milder. Also wir sind dann nicht mehr so allein mit unserem Schmerz. Und zum anderen soll natürlich meine Geschichte auch Mut machen, sodass wirklich so wir so ein Zeichen setzen, es ist egal, wie weit man in der Gosse ist, ja, wie weit man abgestürzt ist, es gibt immer eine Hoffnung. Es gibt immer so einen Hoffnungsschimmer, solange man noch lebt, gibt es Hoffnung, ja. Ja, richtig. Und das sage ich auch immer die Leuten, die zu mir in Therapie kommen, gell. Das ist so geil, dass du da bist, dass du hier sitzt, ja, weil das zeigt ja, du willst leben. Und mein Buch ist auch nicht total perfekt, manchmal ist es so lustig, wenn ich selber nochmal so ein bisschen drin rumblättere, dass ich den einen oder anderen Fehler finde, also meine Rechtschreibfehler oder Kommafehler oder Satzbauung ein bisschen verkehrt. Und dann haben wir erst gedacht, oh Gott, das ist ja, es hat einen Fehler. Und dann dachte ich, ja, genau. Und genau darum geht es auch. Es geht nicht um Perfektion, ja. Also es geht wirklich auch darum zu gucken, dass das Leben ein Prozess ist, dass es eine wunderbare Reise ist, dass wir Fehler machen können und dass wir trotzdem okay sind, ja. Und ja, das ist auch so was, was ich, glaube ich, meinem Leser so ein bisschen dadurch mitgeben will. Und es werden natürlich auch Substanzen beschrieben mit Wirkungen, Nebenwirkungen neben meiner Geschichte. Und ich habe noch mal so ein kleines Kapitel gemacht, wo es nur um Drogennotfall geht, wo halt wirklich genau noch mal aufgeschrieben wird, was mache ich, wenn ich eine hilflose Person finde, wenn ich jemanden finde, wo die Lippen blau sind, wie mache ich eine Schocklage, wann muss ich reanimieren, wie bemerke ich eine MDMA-Überdosis, also lauter so praktische Sachen, die ja damals wo ich noch auf Partys praktisch so Infostände in Clubs gemacht haben, auch sehr wertvoll für die Partygänger waren, ja, weil sie die da ja auch so ein bisschen Wissen aneignen konnten. Jetzt ist ja gerade alles zu in Berlin, jetzt kann man ja gar nichts mehr machen. Ja, richtig. Aber dafür schreibe ich jetzt gerade wieder. Ja, vielen Dank. Das hört sich sehr interessant an. Vielen Dank für Ihre hilfreichen Ausführungen. Wie können sich Hörerinnen und Hörer des Podcasts Unterstützung bei Ihnen holen? Also mir wäre es wirklich am allerliebsten, wenn mich die Kollegen irgendwie anschreiben würden. Also meine E-Mail ist krischel,
2004@gmx.de. Krischel schreibt man Chrischel. Und mir einfach eine kurze Mail schicken und dann können wir gerne Telefontermin ausmachen und dann bin ich auch gerne bereit, Fragen zu beantworten, irgendwie zu unterstützen, wenn ich kann. Dankeschön. Die Podcast-Hörerinnen und Hörer dürfen sich gerne auch bei uns melden, ob Interesse an einem Live-Webinar besteht, um Frau Hofmann direkt Fragen zu stellen. Und bei genügend Interesse wird dieses dann angeboten. Ob und wann ein Webinar angeboten wird, informieren wir über die Homepage www.innovation-empower.com und gegebenenfalls auf der Homepage von Frau Hofmann. Frau Hofmann, gibt es etwas, das nicht gefragt wurde, was Sie den Hörern gerne mitgeben möchten? Nö, ich glaube, es ist alles gesagt. Ich bedanke mich ganz vielmals für die Einladung. Es hat total Spaß gemacht, mich auch nochmal selber so mit so Theorien auseinanderzusetzen. Ich bin ja immer so ein Bauchmensch. Ich arbeite ja so viel aus Intuition, aus dem Bauch raus. Und es ist immer wieder schön, wenn ich, ja, wenn ich einfach mein Wissen weitergeben kann und da gerne auch Kollegen beraten kann. Freue ich mich Ja. sehr drauf. Herzlichen Dank für Ihren Mut, mit Ihrer Geschichte nach außen zu gehen und damit auch anderen Menschen zu helfen und wiederum Mut zu machen. Vielen Dank. Dankeschön. Ein schönes Zitat zum Ende, wie ich finde, weil es auch an dem anknüpft, was Frau Hoffmann gesagt hat zum Thema Hoffnung. Die Hoffnung ist der Regenbogen über den herabstürzenden Bach des Lebens von Friedrich Nietzsche. In dem Sinne, möge dir die Hoffnung in diesem Jahr nie ausgehen und ich wünsche dir eine gute Zeit bis zur nächsten Podcast-Folge am 15. des Monats.